Was geht ab, ihr schwuchteligen Ballerinas und rosa Tütüs? Ich bin die übermenschlichste Übermenschlichkeit, die ihr jemals in eurem Unterfotzenleben gesehen habt. Und seit neuestem herrscht auch in Brüssel ein Bombenwetter. Also Urlaubsziel Paris und Brüssel absolut zu empfehlen. Okay, gelegentlich regnet es Körperteile und Eingeweide. Aber ansonsten, Killer. Meine Psyche ist dauerbreit, nicht die Uhr, sondern der Crusher bestimmt meine Zeit. Willkommen in Dope Town. Auf dem letzten Platz haben wir Nelson Reverse. Video ist in Ordnung, Beat ist geil, Hook und Flow. Leider ist die Technik todeswack und die Audioqualität lutscht fast so viel Schwanz wie Tänzer. Aber ansonsten fand ich das ziemlich dope. Ist jetzt nicht ganz so eingeschlagen wie Brüssel, aber auch nicht schlecht. Dann kommt Jackpot und der war irgendwie auch nicht so explosiv. Zumindest hat es was mit Hip-Hop zu tun. Hat aber trotzdem nicht so richtig Boom gemacht. Das Video ist ziemlich gut, der Beat, der Flow und die Hook. Der Typ ist absolut solide, aber bei 64 Leuten musste ich natürlich ein paar Plätze auffüllen und er ist einer davon. Also der ist vollkommen in Ordnung, aber halt einfach unspektakulär. Der nächste ist Nevis und der sieht aus wie der Typ, von dem behauptet wird, es wäre Entertainment ohne Maske. Viele Leute stellen sich die Frage, warum nehme ich den rein? Die Antwort lautet, ich bin sehr tolerant und der JBB-Kanal ist behindertenfreundlich. Übelstes Brett hat der Typ unmittelbar nach der Geburt in seine Fresse bekommen, du Hurensohn. Seid mal nicht so hart zu dem. Der wurde als Kind halt dreimal hochgeworfen und nur zweimal wieder aufgefangen. Video ist ziemlich beschissen, aber es entertaint mich, es ist witzig und Nevis ist besonders. Was ich aber ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass in seinem Text steht, dass er mir eine Massage geben will. Da hat wohl jemand ein bisschen zu viel Tänzer gehört. Teflon Don, ich mach Rap wieder hart. Eine Führungsperson des Verbrechersyndikats, yeah. Als nächstes kommt Juri. Und sein Track ist so Gangster, dass man vom Hören direkt Bewährung kriegt. Lisa Gerdes schreibt, halt die Fresse und geh putzen. Juri gehört für mich diese Woche auf Platz 2. Der macht nämlich keine Kinder-Comedy-Scheiße, sondern richtig guten Gangster-Rap. Ich habe ganz oft gelesen, der Track ist zu langsam, den muss man auf 1.25 mal pitchen. Was für eine gammige Scheiße ist das denn? Das nennt sich Atmosphäre, ihr Hurensöhne. Der Beat ist geil, der Flow ist Brüssel, Gangster-Bonus und natürlich das Video. Der nächste ist Jasper und ich habe letztes Mal gesagt, dass er die benutzte Unterhose der Rap-Szene ist. Aber das war nur eine Halbwahrheit. Er ist der Kackstreifen in der benutzten Unterhose der Rap-Szene. Der Titel Most Wanted passt auch perfekt zu Jaspers Track, denn er hat als Drogensüchtiger Need for Speed. Video, Beat, Hook, Flow, Penner Swag. Der nächste ist Zarus und ich bin ziemlich froh, dass er keine Lasker-Kopie mehr ist. Denn eine Lasker-Kopie kann man ungefähr so gut gebrauchen wie ein Festnetzanschluss. Ohne Scheiß, es existiert kein einziger Mensch auf dieser Welt, der seinen Festnetzanschluss für was anderes benutzt, als zum Wiederfinden des Handys. Zarus hat sein eigenes Ziel gefunden, mal was Neues ausprobiert. Ist zwar nicht ganz Brüssel und ich kann mit Kiffen auch nichts anfangen, aber ein Riesenfortschritt zu vorher. Video ist ziemlich gut, Beat, Flow, Hook, Musikalität. Dann haben wir Pre-Killer und bei dem frage ich mich immer, was hat der Name zu bedeuten? Pre heißt ja vor und Killer heißt Killer, ganz normal. Also heißt das, dass er vorher killt. Aber wann vorher? Vor der Geburt? Ich bin starker Befürworter für Geburtenkontrolle. Das bedeutet, wenn irgendjemand einen Intelligenzquotienten von 100 oder weniger hat, dann sollte diese Person zwangskastriert werden. Das wäre doch eine wunderbare Möglichkeit, um der wachsenden Dummheit entgegenzuwirken. Und da Pre-Killer Babys im Mutterleib abschlachtet, wäre er doch als Kanzler absolut geeignet dazu, um diese Geburtenkontrolle einzuführen. Wählt Pre-Killer. Er kümmert sich um Probleme, bevor sie entstehen. Das Video ist gut, es ist musikalisch, Flow geht nach vorne und 10% dafür, dass er Babys schlachtet. Auf Platz 1 haben wir Sebastian Mitchell und sein Track ist viel besser als Batman wie Superman. Warum überhaupt Batman wie Superman und nicht Versus? Aber ist auch egal. Boah, war dieser Film scheiße. Ben Affleck war als Batman sogar ziemlich gut, Superman war auch gut, aber die gesamte Handlung war einfach so dermaßen langweilig, unoriginell, gammelig, scheiße, langweilig, langweilig, langweilig und langweilig. Sebastian Mitchell ist fresh, originell, hat Ideen, musikalisch, der Gesang, der Rap, das Video, alles Bombe. Seine Qualifikation hat mich 100-mal mehr geflasht
als Batman wie Superman. Ein 300 Millionen Dollar teurer Haufen Scheiße. Morgen kommen die allerletzten 8 Qualis. Der Gelbe, der Grüne, der Schwule, gerolltes R, Legend, Derry, NBS-Chef und Johnny Dünzen. Diese Shirt bekommt ihr beim Merch Store, Link in der Beschreibung. Beste Qualität aus 100% Brüssel. Terrorists.